Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Elena Paschinger. Hallo Elena, stell dich doch einfach mal vor. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und heiße euch ebenfalls herzlich willkommen. Vielleicht hört man schon ein bisschen am Akzent. Ich bin nicht aus Deutschland, ich komme ursprünglich aus Niederösterreich in der Nähe von Wien. Hier lebe ich mittlerweile, bin Mama von zwei Kindern und mittlerweile auch Buchautorin von zwei Kinderbüchern, neben anderen Büchern auch. Und ja, freue mich sehr, dass ihr mich heute bei den Abenteuern von Fina und Liam begleiten werdet. Und du bist ja auch nicht das erste Mal bei mir zu Gast. Ich freue mich ganz doll, dass du mit deinem zweiten Buch heute wieder dabei bist. Das erste Buch, das hat mir ja schon sehr gefallen. Ist jetzt auch schon, ich glaube, 2 Jahre her, oder? Ja, ganz genau. Also das erste Buch habe ich mir so kreativ ausgedacht, 2021. Und dann wurde es nach und nach Realität in Kooperation mit der Anna Schumann, die den kreativen, grafischen Part geliefert hat. Und dann haben wir es Ende 2021 in Eigenregie, im Eigenverlag, in einer Edition herausgebracht. Und 2 Jahre später, ziemlich genau, jetzt kurz vor Weihnachten 2023, folgte dann Band 2. Richtig. Das ist großartig. Wie heißt denn jetzt Band 2? Das Buch hast du ja heute mitgebracht. Genau, also der Titel ist genauso wie Band 1, die Abenteuer von Fina und Liam. Der Untertitel variiert. Der heißt dieses Mal, man muss, dann durchgestrichen, sie müssen die Feste feiern, wie sie fallen. Denn es sind ja zwei Hauptcharaktere, ein lustiger Storch und ein abenteuerlustiges Murmeltier, die hier gemeinsam auf Reisen gehen. Magst du vielleicht noch den Klappentext vorlesen? Ja, sehr gerne. Also in Band 2 von Die Abenteuer von Fina und Liam geht es darum, dass sich der Storch und das Murmeltier nach einer langen abenteuerlichen Reise in Band 1 wiedersehen und Fina wieder den Liam sucht und auch findet und ihm vorschlägt, doch eine andere interessante Reiseroute durch Europa zu wählen. Und in diesem Fall geht es von den Alpen in Österreich Richtung Norden, zuerst Richtung Nordosten, in Länder wie Tschechien, Polen, Schweden und dann auch England, Belgien und wieder retour zu den Alpen in Österreich. Und dabei begegnen ihnen neue Freunde, neue interessante Tiere, Sprachen und Sprichwörter, ähnlich wie es das Thema schon von Band 1 ist. Also es ist ein bisschen eine Fortsetzung, aber natürlich auch in der Dynamik, werde ich dann eh auch gleich vorlesen, schon ein bisschen anders und macht auf alle Fälle Lust auf mehr. Also ich habe jetzt schon richtig Lust, daher fang doch bitte gleich mal an zu lesen. Sehr, sehr gerne. Wiedersehen macht Freude. Liam, Liam, wo bist du? Ruft Fina. Suchend starkst sie durch das dichte Schneegestöber. Sie müsste längst am Ziel sein. Fina fröstelt. Klappert sie mit ihrem großen Schnabel. Wo ist dieser Ort, an dem ihr Freund Liam und seine Familie den strengen Winter verschlafen? Sollte dieser Winter nicht schon längst vorüber sein? Nala, ihre Storchenfreundin, Liam zuletzt in diesen Bergen abgesetzt. Sie hat es ihr so beschrieben. Du fliegst am Großglockner vorbei. Das ist der höchste Berg Österreichs. Den kannst du nicht übersehen. Gleich dahinter wohnt Liam mit seiner Murmeltierfamilie. Als das Schneetreiben endlich nachlässt, kann Fina sich besser orientieren. Noch als sie sich den letzten Schnee aus den Federn schüttelt, ruft ihr eine wohlbekannte Stimme entgegen. Fina? Fina, du bist es! Ach, was freue ich mich, dich zu sehen! Und tatsächlich ist es Liam, das abenteuerlustige Murmeltier, der seine geliebte Freundin Fina, den weltgewandten Storch, nach über einem Jahr wieder in die Pfoten schließen darf. Vor Freude pfeifen, klappern und tanzen die Freunde im Kreis herum. Wiedersehen macht Freude, ruft Fina und lacht. Ach Fina, du und deine Sprichwörter, entgegnet Liam verschmitzt. Er muss an die vielen Abenteuer denken,
die er mit Fina bereits erlebt hat. All die lustigen Tiere, Sprachen und Sprichwörter, denen sie von den Alpen bis an die Algarve begegnet sind. Den Stier bei den Hörnern packen, Augen haben wie ein Luchs, wiederkehren wie die Schwalben, zählt Liam aufgeregt auf. Er hat sich viel von ihrer ersten gemeinsamen Reise gemerkt. Genau, ruft Fina freudig. Ich bin so stolz auf dich. Sichtlich gerührt legt sie ihre großen Schwingen um den kleinen Freund. Dann klappert sie aufmunternd mit dem Schnabel. Was hältst du davon, wenn wir noch einmal auf Abenteuerreise gehen? Ich habe da von Ländern, Tieren und Festen gehört, die auch ich noch gar nicht kenne. Das hängende Krokodil von Brünn, wilde Wiesente in Polen, stolze Rentiere in Schweden. Na, Liam, wie sieht's aus? Kommst du mit? Oh, Fina, unbedingt. Das klingt wirklich wunderbar. Aufgeregt trommelt Liam seine Familie zusammen. Sie wissen um seine Abenteuerlust Bescheid und wünschen ihm für die nächste Reise alles Gute. Überglücklich klettert er wenig später auf den Rücken seiner großen Freundin. Oh, was bist du leicht geworden nach deinem Winterschlaf, entgegnet Fina schmunzelnd. Festhalten, Liam. Auf geht's. Kapitel 2. Wer weint hier Krokodilstränen? Von den Alpen in Österreich ist es nur ein Katzensprung nach Brünn in Tschechien, ruft Fina Liam über den Flugwind hinweg zu. Nach dem letzten Schnee in den Bergen hat der Frühling im Land Einzug gehalten. Die ersten Bäume blühen, die Sonne wärmt die beiden Freunde auf ihrer Reise. Ein Katzensprung? Wundert sich Liam. Kann eine Katze denn wirklich so weit springen, wie du fliegst? Fina schmunzelt. Aber Liam, das ist doch nur wieder so ein Sprichwort. Ich weiß, brummt Liam. Er lächelt. Wenig später landet Fina an einem See südlich der Stadt Brünn. Hier können sich die Freunde stärken. Fina findet reichlich Futter. Auch Liam hat nach seinem langen Winterschlaf einen Bärenhunger. Sag mal, Fina, meint Liam schmatzend. Er klopft sich zufrieden auf den vollen Bauch. Ist so ein Krokodil eigentlich gefährlich? Und wieso lebt das von Tschechien in einer Stadt? Fina lacht. Nun, Liam, ich habe mir sagen lassen, dass das hängende Krokodil die Stadt Brünn bewacht. Aber ja, Krokodile können gefährlich sein. Pass also lieber auf, wenn du dich mit ihm unterhältst. Als Fina Liam vor dem Krokodil von Brünn absetzt, staunt dieser. Denn das große Krokodil, das am Eingang zum Rathaus an zwei schweren Ketten aufgehängt ist, weint. Dicke, schwere Krokodilstränen kullern seine Wangen hinunter. Dobri den, Krokodile! Versucht sich Fina in spärlichem Tschechisch, eine Sprache, die sie nicht zur Gänze beherrscht. Guten Tag, Krokodil. Dobri den, entgegnet das Krokodil, dem noch immer dicke Tränen über die Wangen rollen. Liam hat sofort Mitleid mit dem großen Tier. Ach, Fina, schau nur, wie es weint. Komm, lass uns mal hingehen. Ich finde ja, wir sollten das arme Krokodil trösten. Ist es nicht traurig, wie es da an seinen Ketten hängt? Es ist doch überhaupt nicht gefährlich. Unsicher klappert Fina mit dem Schnabel. Ich weiß nicht so recht, Liam. Ein altes Sprichwort besagt, wer Krokodilstränen weint, der meint es gar nicht so. Das Krokodil könnte uns bloß täuschen wollen. Weiter kommt Fina nicht. Denn plötzlich zischt das Krokodil. Jen podz blidz, radz znim. Bevor es wie befürchtet nach Liam schnappt. Liam, kreischt Fina. Sie erwischt ihren Freund mit dem Schnabel am Fell, zieht ihn zurück und kann ihn gerade noch vor den scharfen Zähnen des Krokodils retten. Puh, das war knapp. Aber, heucht Liam, als er wieder sicher auf Finas Rücken geklettert ist. Was war denn das? Was hat das Krokodil zu mir gesagt? Ich weiß es auch nicht, Liam, entgegnet Fina. Mein Tschechisch ist nicht sehr gut. Es reicht nur für Begrüßungen. Eng umschlungen beobachten die beiden Freunde das Krokodil von Brünn.
das aufgehört hat zu weinen und sie listig anlächelt. Zum Glück hängt es an Ketten. Das Krokodil hat gesagt, komm nur näher, ich habe dich zum Fressen gern, urrt eine vorbeilaufende Taube. Liam erschrickt. Noch so ein Sprichwort, diesmal aber mit einer gefährlichen doppelten Bedeutung. Auch Fina steht vor Schreck wie angewurzelt. Da murmelt die Taube, macht euch besser mal aus dem Staub. Das Krokodil von Brünn hängt einfach schon zu lange hier rum. Bei Fremden versucht es immer noch seine Tricks. Was für ein Abenteuer, murmeln Fina und Liam, als sie Brünn hinter sich lassen. Weißt du, Fina, sagt Liam da, es kann wirklich nützlich sein, andere Sprachen zu sprechen. Hätte ich das Krokodil verstanden, hätte ich rechtzeitig zur Seite springen können. Beim nächsten Mal passe ich besser auf. Kapitel 3. Die Welt ist doch wirklich ein Dorf. Wenige Wochen und noch mehr Futterstellen später haben Fina und Liam die Grenze zu Polen überquert. Finas Freunde haben ihr von einem ganz besonderen Wald mit noch außergewöhnlicheren Tieren erzählt, den wilden Wiesenden im Nordosten Polens. Sag mal, Fina, weißt du eigentlich, was ein Wiesent ist? Fragt Liam eines Morgens auf ihrer Reise. Einem Wiesent bin ich ja noch nie begegnet. Unter ihnen dehnt sich der weite Wald aus, der immer wieder von Lichtungen durchbrochen wird. Von Wiesenten keine Spur. Nun, Liam, antwortet Fina, meine Storchenfreunde, die aus Polen in das Burgenland fliegen, haben mir von ihnen erzählt. Wiesente, sagen sie, sind die größten Landsäugetiere Europas. Was? Ruft Liam und richtet sich auf. Staunend pfeift er. Wie groß ist am größten? Ja, Liam, lacht Fina. Stell dir vor, ein einziges Wiesent kann über eine Tonne wiegen. Das sind mehr als 1000 Kilogramm. Also in etwa so schwer wie... Sie überlegt. 200 Murmeltiere, pfeift Liam ohne zu zögern. Ganz richtig, pflichtet Fina ihm bei und klappert lustig mit dem Schnabel. Immer rechnen bist du richtig gut, lobt sie ihren Freund. Liam überlegt, ein einziges Wiesent soll so schwer sein wie 200 seiner Artgenossen? Das möchte er sehen. Eifrig suchen Fina und Liam den Wald unter ihnen nach Wiesenten ab. Und tatsächlich, nur kurze Zeit später sehen sie die erste Herde. Die Tiere erinnern Liam an große braune Kühe, die er aus seiner Heimat, den Alpen, kennt. Wie Kühe haben Wiesente nämlich Hörner und fressen Gras. Nur sind sie viel, viel größer als eine gewöhnliche Kuh. Schau, Fina, dort, ruft Liam, nachdem Fina vorsichtig am Rand der Herde gelandet ist. Sie haben jede Menge Babys dabei. Ach, sind die süß und gar nicht so groß. Ob die wohl mit mir spielen? Noch bevor Fina etwas erwidern kann, hopst Liam schon in Richtung der kleinen Wiesente. Aufgeregt klappert Fina mit dem Schnabel. Vorsicht, Liam, wer weiß, ob die Wiesente gerade freundlich gestimmt sind. Ja, ja, ich weiß, ich passe schon auf, brummt Liam. Er baut sich vor den erwachsenen Tieren auf, denen er gerade mal bis zum Knie reicht. Dzień dobry, brüllt das erste, große Wiesent und lacht. Kim jeszcze? Dzień dobry, entgegnet auch Fina zur Begrüßung. Dann muss sie hoffen, dass die Wiesente auch ihre Sprache verstehen. Denn Polnisch spricht Fina leider nicht. Wir sind Fina und Liam aus Österreich und... Serio? Schmortisch Maui, rufen ein paar Wiesente aufgeregt dazwischen. Dann beginnen alle zu lachen und zu Finas und Liams völliger Verblüffung einen donnernden Freudentanz um die Freunde aufzuführen. Auch die Kleinsten machen mit. Der Tanz der wilden Wiesente lässt die Erde unter ihren Füßen erzittern. Wir kennen euch, ruft das Leittier der Herde, als die wilden Wiesente wieder friedlich grasen. Aus Erzählungen zumindest. Ein paar der hier vorbeifliegenden Störche haben uns von euch und euren Abenteuern erzählt. Wie schön, dass ihr nun selbst hier seid. Die Welt
ist doch wirklich ein Dorf. Schwatisch Maui, sagt ein altes Sprichwort, auch bei uns in Polen. Liam strahlt, er ist von den Wiesenden begeistert, die groß und wild, aber auch lustig und freundlich sind. Selbst die Babys unter ihnen sind noch viel größer als er selbst. Fina lächelt zufrieden. Na los, Liam, geh ruhig hin und spiel mit ihnen. Ich bin sicher, weder die Großen noch die kleinen Wiesente haben je ein echtes Murmeltier gesehen. Das lässt Liam sich nicht zweimal sagen. Klappernd und pfeifend bleiben Fina und Liam noch eine ganze Weile bei den Wiesenden in Polen, bis Fina eines Morgens zum Aufbruch mahnt. Sag mal, Liam, von den stolzen Rentieren in Schweden habe ich dir ja schon erzählt. Aber wusstest du, dass eines von ihnen eine feuerrote Nase haben soll? Kapitel 4. Zusammen ist man weniger allein. Ein Rentier mit einer roten Nase? Staunt Liam. Fina und er fliegen weiter Richtung Norden, bis sich unter ihnen ein weites Meer, die Ostsee, erstreckt. Die Wellenkronen glitzern in der Sonne. Hell und lang strahlt diese auf die beiden Freunde herab. Es ist Sommer geworden auf ihrer Reise. Ja, Liam, erwidert Fina und klappert lustig mit dem Schnabel. Im Norden von Europa leben die Rentiere. Ich bin selbst noch nie einem begegnet. Aber es gibt da so ein Sprichwort, oder besser gesagt ein Lied, das die Menschen überall auf der Welt zu Weihnachten singen. Es handelt von einem Rentier namens Rudolf. Mit seiner leuchtend roten Nase weist Rudolf dem Weihnachtsmann den Weg durch den Winternebel. Aber Fina, lacht Liam da, ein Rentier mit einer roten Nase? So etwas gibt es doch gar nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Fina schmunzelt. Sie beginnt zu singen. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Haha, lacht Liam. Das gefällt mir. Können wir das bitte nochmal singen? Fina und Liam singen so lange, bis sie die Ostsee überflogen und den südlichen Zipfel von Schweden erreicht haben. Auch hier gibt es reichlich Futter für die beiden Abenteurer. Fisch, Bären und nordische Gräser schmecken sowohl Fina als auch Liam ausgezeichnet. Schweden, schwärmt Fina und klappert voller Freude mit ihrem Schnabel. Wie wunderbar, so weit im Norden war auch ich noch nie. Liam summt noch immer die Melodie. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Plötzlich schläft jemand ganz in ihrer Nähe, gefolgt von einem staubenden Niesen. Ja, ja, macht ihr euch nur über mich lustig, ertönt eine tiefe Stimme hinter dem Gebüsch. Aber wie, aber wo, aber was, rufen Fina und Liam wie aus einem Munde. Da tritt vor ihren Augen ein Rentier mit einem prächtigen Geweih, golden glänzenden Augen und einer leuchtend roten Nase hervor. Die Freunde staunen. Das Rentier sieht den Hirschen ähnlich, die sie kennen. Doch alles an ihm ist größer, auch das Geweih. Und dann diese Nase. Rudolf? Pfeift Liam erschrocken. Du bist... Dich gibt es wirklich? Aber sicher, schnaubt das Rentier, dessen feuchte Nase tatsächlich feuerrot ist. Und eigentlich, müsst ihr wissen, heiße ich Rudolfine. Rudolfine? Echot Fina verwundert. Gleichzeitig stellt sie fest, dass das Rentier hier in Schweden scheinbar mühelos ihre Sprache spricht. So ist es. Aber jetzt sage ich euch mal was. Der Weihnachtsmann, dieser einfältige Kerl, hat Mist gebaut, schimpft Rudolfine weiter. Er ist einfach davon ausgegangen, dass ich ein Bub bin. Hat mich Rudolf genannt, wegen meines großen Geweihs. Dabei tragen im Winter nur wir Rentiermädchen ein Geweih. Dieser Weihnachtsmann hat doch keine Ahnung. Ach, Moment mal, unterbricht Fina das schnaubende Rentier. Wenn du also wirklich Rudolf, ich meine Rudolfine bist, dann kannst du ja auch fliegen, so wie ich, oder? Sicher kann ich das, sagt Rudolfine nicht ohne Stolz. Wie zum Beweis gleitet sie mit galanten Luftsprüngen über Finas und Liams Köpfe hinweg.
Die beiden Freunde staunen nicht schlecht. Einem fliegenden Rentier sind sie noch nie begegnet. Und dann gleich einem so berühmten, ob Rudolf, also Rudolfine, auch so viel reist wie sie? Um ehrlich zu sein, die meiste Zeit des Jahres ist mir langweilig, brummt Rudolfine jetzt. Immer dieselbe Leier, jedes Jahr im Winter Schlitten ziehen, Geschenke verteilen und dem Weihnachtsmann weismachen, dass ich doch ein Mädchen bin. Der will davon nichts wissen. Er sagt, das berühmte Lied von Rudolf lässt sich nicht mehr ändern. Tja, da habe ich wohl Pech gehabt. Aber nicht so viel Pech wie die Raben von London, meint sie plötzlich. Als sie an die Raben von London denkt, kommt ihr eine Idee und ihre Miene hält sich auf. Vielleicht können wir ja ein Stück gemeinsam. Aber sag mal, wie heißt ihr denn jetzt eigentlich? Stolz richtet sich Liam auf. Ich bin Liam, das Murmeltier, und das hier ist meine Freundin Fina der Storch. Zusammen sind wir auch ein bisschen berühmt. Vielleicht nicht ganz so berühmt wie du, aber die Wiesente in Polen haben uns gleich erkannt. Sie haben sogar einen Freudentanz aufgeführt wegen uns. Weißt du, Rudolfine, Fina und ich reisen durch ganz Europa auf der Suche nach Abenteuern. Du kannst doch auch fliegen. Möchtest du vielleicht mit uns mitkommen? Ergänzt Fina die Einladung ihres Freundes Liam. Sie strahlt. Noch eine fliegende Freundin an ihrer Seite. Au ja, erwidert Rudolfine begeistert. Ihre rote Nase leuchtet feuerrot, die goldenen Augen glänzen vor Freude. Es wäre mir eine Ehre, euch ein Stück weit auf eurem Weg begleiten zu dürfen. Und die Raben von London würde ich euch nur zu gerne vorstellen. Aber zuerst frage ich dich, Liam. Bist du schon mal auf einem Rentier geflogen? Nein? Dann spring auf. Los geht's. Suchend blickt sich Liam nach Fina um, ob es wohl in Ordnung ist, von Fina auf Rudolfine zu wechseln. Fina lächelt und klappert aufmunternd mit ihrem Schnabel. Aber sicher, Liam, und wisst ihr was? Hüpft sie hinzu. Als Zugvogel war ich ja schon ein paar Mal in Afrika. Afrika? Wirft Rudolfine ein. Toll, bist du den ganzen Weg alleine geflogen? Eben nicht, meint Fina jetzt. Denn ein altes Sprichwort aus Afrika besagt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Ach, Fina, drückt Liam seine große Freundin gerührt. Du und deine Sprichwörter. Und es stimmt, ich kann zwar alleine recht schnell hopsen, aber richtig weit bin ich erst mit dir, oder besser gesagt, mit euch beiden gekommen. Und jetzt sagt mir mal, wo genau liegt eigentlich dieses London? Das waren die ersten Kapitel aus Band 2 von Die Abenteuer von Fina und Liam. Oh, das war richtig schön. Danke sehr. Ein richtig schönes Kinderbuch. Ganz toll. Mir gefällt. Das freut mich. Das freut mich sehr, Emilia. Mir hat es auch gerade riesen Freude gemacht, das mal so bewusst. Und ja, ich habe mir auch ein Publikum vorgestellt, viele Kinder und Familien, die zuhören, uns auch schmunzeln und sich auch fragen, wie es jetzt genau weitergeht. Das hat mir auch gerade richtig viel Freude gemacht. Das hat man gemerkt. Dankeschön. Wie bist du eigentlich auf die Idee zu diesem Kinderbuch gekommen? Ja, ein bisschen steckte die Idee für dieses Buch ja schon im Ende von Band 1. Also Band 1 kann ich so viel verraten, endet so, dass die beiden sich für eine Weile trennen. Also Fina und Liam gehen für eine Weile getrennte Wege. Daher auch der Einstieg in Band 2, Wiedersehen macht Freude. Das war sozusagen aufgelegt, auch mit dem Sprichwort. Also diese Idee, die Sprichwörter in lustige oder witzige oder ironische Geschichten zu verpacken, die stammt ja auch schon aus Band 1 dieser Kinderbuchreihe. Und die habe ich hier fortgesetzt und ich wollte eben auch gerne eine neue Dynamik erzeugen mit anderen Ländern. Bis hin zu, dass ich für diese Sprachen, die im Kinderbuch vorkommen, also Polnisch und Tschechisch eben neu auch, da habe ich dann tatsächlich befreundete Autoren, Blogger gebeten, mir ihre Stimme zu leihen. Denn über QR-Codes, wieder in Band 2 sowie in Band 1, kann man sich diese fremdartigen Sprichwörter
später dann auch auf Englisch und Französisch, aber in den ersten Kapiteln auf Polnisch und Tschechisch, auch wirklich im Original anhören, wie man das ausspricht. Und das war mir wichtig, das wieder in Band 2 umzusetzen. Die Idee mit der digitalen Verschränkung sozusagen, die den Kindern und auch den Erwachsenen beim Vorlesen und beim Lesen wahnsinnig viel Spaß macht, haben wir schon als Feedback von Band 1 auch mit in Band 2 wieder genommen. Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Ich kann auch bestätigen, dass es funktioniert. Ich habe ja beide Bücher von dir da und im ersten Buch habe ich das mit meinen Kindern, also wir haben das zusammen gelesen und haben auch diesen QR-Code ausprobiert, weil natürlich Kinder kennen das ja so noch nicht, ne? Also die müssen erstmal probieren, wie funktioniert das, wie hört sich das an und es funktioniert. Super, das freut mich sehr. Also die Idee ist, dass ihr im Kinderbuch direkt einen kleinen QR-Code bei jedem fremdartigen Sprichwort eben dabei habt. Und darüber könnt ihr direkt mit dem Abfotografieren, kommt ihr direkt auf meine Webseite. Und auf dieser Webseite ist eine kleine Audiodatei hinterlegt, die jeweils das Sprichwort oder auch das Lied von Rudolf, das haben wir auf Englisch eingesungen, oder eben die polnische Begrüßung, das polnische Sprichwort, das ist da eben alles dann entsprechend hinterlegt. Und es gefällt halt auch die Dynamik den Kindern, dass sie damit ihre Eltern quasi auch korrigieren können. Also das haben wir auch öfter als Feedback gehört, dass es den Kindern so viel Freude macht. Mama, Papa, Oma, Onkel, hören wir uns das nochmal an, du sagst das falsch. Das gehört ja so und so. Und das ist eine irrsinnig liebe, ein irrsinnig liebes Feedback, was wir da wahrnehmen, dass die Kinder dadurch in der Lage sind, dass sie die Großen auch mal ausbessern können oder alle was lernen. Das ist ganz, ganz toll. Das ist so ein richtiger Lerneffekt dahinter. Also nicht nur eine schöne Geschichte, sondern die Kinder lernen auch gleich eine neue Sprache kennen. Ja, das war mir wichtig, das spielerisch zu vermitteln. Also ich glaube, das ist mein Ansatz bei all diesen Kinderbüchern, also bei all den Ideen mit den beiden Söhnen, wo wir beobachten eben auch, was macht ihnen viel Freude beim Lesen. Meine Söhne sind knapp 5 und knapp 2 jetzt. Was macht uns viel Freude auch beim Vorlesen? Und da landen wir eigentlich immer bei den Büchern, die entweder ihnen vom Klang her sehr viel Freude machen, wenn es eben auch um Sprachen und Sprichwörter oder auch um fremdländische Kinderbücher geht, die ich spreche selber 7 Sprachen, das sage ich jetzt nur so nebenbei, aber es ist tatsächlich wahr, also ich spreche selber ganz viele Sprachen, dann macht es mir natürlich auch Freude, mal ein italienisches oder ein spanisches Kinderbuch vorzulesen. Und für die Kinder auf der anderen Seite ist es dann ganz normal und natürlich, dass Sprachen nicht bloß ein Schulfach sind, für das man Vokabel und Grammatik lernt, sondern dass das einfach auch schon in einer Geschichte vorkommen kann, in einer Geschichte, wo es ums Reisen geht und dass das Spaß machen kann und Neugier wecken kann und eben nicht nur ein drückendes Schulfach sein muss. Das war mein Zugang ein bisschen, das von der Seite aufzuschlüsseln auch. Genau. Das ist dir auch gelungen, also es ist wirklich super. Ich muss jetzt aber kurz nachhaken. Du hast nebenbei was erwähnt. So ganz nebenbei, deine 7 Sprachen. Da kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt musst du uns natürlich verraten, 7 Sprachen. Welche Sprachen sprichst du? Also ich spreche tatsächlich 7 Sprachen. Alle romanischen Sprachen kann ich zusammenfassend sagen. Also ich spreche Deutsch, Englisch wirklich auf Muttersprachenniveau. Dann Spanisch, Französisch auch total fließend. Also mit total fließend meine ich, ihr könnt mich um 4 in der Früh wecken und ich könnte mit jemandem einfach auf Französisch weiter parlieren oder ja, einfach, also die 4 Sprachen kann ich wirklich komplett fließend. Und dann kann ich auch noch recht gut Portugiesisch, Katalanisch und Italienisch. Und ich hatte auch 6 Jahre Latein als Basis. Das hat mir sehr geholfen. Das sage ich mittlerweile immer dazu, weil es vieles eben auch erklärt. Die slawischen Sprachen,
Eher noch nicht, da kann ich nur ein paar Wörter und jetzt lerne ich eben ein paar Sprichwörter dazu kennen. Aber die würden mich natürlich auch reizen und irgendwann wäre es halt schön, im Leben auf 10 Sprachen zu kommen. Das habe ich so innen drinnen noch als Ziel. Das wäre schön zu erreichen. Ich glaube, das schaffst du. Das schaffst du, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher. Ich hoffe. Und ich habe einen Wunsch an dich. Schreib doch bitte ein Buch mal in einer anderen Sprache, also die du noch kannst. Ja, es gibt 2 Bücher von mir tatsächlich auf Englisch. Also das sind jetzt keine Kinderbücher. Also ich habe geschrieben The Creative Traveler's Handbook, ein Handbuch über Kreativreisen. Das richtet sich eher an junge Erwachsene, an Erwachsene, die die Welt beim kreativen Kulturtourismus kennenlernen möchten. Das ist schon 2015 erschienen. Und dann habe ich tatsächlich auch ein E-Book über Sprachen lernen, Sprachen leben geschrieben, wo ganz viele Sprachen vorkommen und ganz viele Tipps. Also es gibt von mir schon etwas in diese Richtung. Genau. Das ist gut zu wissen. Du hast schon Sprichwörter angesprochen. Bei dir gibt es ja auch Sprichwörter im Kinderbuch. Warum? Ja, unbedingt. Also die Sprichwörter, ich muss ganz weit ausholen, zurückgehen in meine Anfangszeit mit den Fremdsprachen. Das, was mich am meisten motiviert hat, zu lernen und weiterzulernen, waren lustigerweise immer Sprichwörter. Weil mich hat schon als junge Erwachsene oder als Studentin fasziniert, genau wie ich es im Buch jetzt auch, wie ich die beiden Charaktere auch überlegen lasse, manche Sprichwörter lauten gleich wie bei uns im Deutschen. Manche sind gemäß der kulturellen Räume, in die die Sprache einfach wirkt, komplett verschieden, nehmen einfach einen anderen Bezug, so wie eben in Spanien den Stier bei den Hörnern packen oder dass die Engländer eben sagen, das kommt später im Buch noch vor, nehme ich jetzt vorweg, it's raining cats and dogs, also dass es Katzen und Hunde regnet, während wir im deutschsprachigen Raum sagen, es schüttet wie aus Kübeln oder es schüttet wie aus Eimern. Also das ist schon einfach sehr witzig und das bleibt einfach hängen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Emilia, aber bei mir ist sofort ein Sprachbild da. Also ich sehe sofort ein Sprichwort bildlich und das merke ich mir. Und ich merke mir, wenn es dieselbe Situation eine andere Sprache ganz anders ausdrückt, weil ich stelle mir dann dieses Sprachbild vor und meistens ist es ja lustig oder erklärend oder bizarr oder in irgendeiner Form bleibt es hängen. Und über Sprichwörter kann man echt Neugierde und Lust auf Sprache machen, weil Sprichwörter sind so eine universelle Gesprächsquelle. Also entweder verstehen es alle Leute in einer Region oder in einem Sprachraum und die, die es neu lernen, die können darüber quasi mit den Einheimischen Anknüpfungspunkte finden und über Geschichte sprechen, über Entwicklung. Also Sprichwörter sind totale Türöffner. Ich möchte das wirklich betonen, dass man da mit Kindern auch super gut arbeiten kann, so richtig Sprichwörtergeschichten machen kann, weil sie dadurch richtig neugierig werden. Da wäre ja ich selber als Erwachsene noch neugierig, wie diese Sprichwörter sich in anderen Sprachen eben fortsetzen. Genau. Das hört sich richtig gut an. Also ich kenne das früher noch aus der Schule mit den Sprichwörtern, mit diesen Eselsbrücken, ja, nennt man das auch. Ich konnte als, ja, Kind damit nicht so viel anfangen, also in Bezug auf die Schule. Ja. Es hat irgendwie nicht so gepasst, das war für mich umständlich, aber jetzt sehe ich das natürlich ganz anders, ne? Also ich merke, das macht auch was mit Kindern. Also man muss natürlich das richtige Sprichwort nehmen zum richtigen Thema, dann funktioniert das auch. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass man vielleicht noch ein stärkeres Bewusstsein schaffen kann, indem man das eben zum Beispiel vergleicht, was sagen andere Kinder in anderen Ländern zu genau derselben Situation. Sagen die das auch so wie wir? Und warum sagen wir das eigentlich so? Und genau darüber lasse ich ja Fina und Liam ganz viel reflektieren. Und das ist ja auch das Witzige. Sie überlegen eben, warum regnet es Katzen und Hunde? Oder warum geht man hinein in eine Höhle des Löwen? Welcher Löwe, fragt der Liam später. Von einem Löwen habt ihr mir ja gar nichts erzählt.
Oder auch das Sprichwort, ist die Katze aus dem Haus, feiern die Mäuse Kirtag. Ich weiß, das habe ich mir früher auch kaum Bedeutung beigemessen, als ich selber noch in der Schule war. Aber jetzt ist es ein bisschen so hängen geblieben als ein Punkt für eine Geschichte, eine Fortsetzung, die meine beiden Charaktere irgendwie verbindet, dann auch mit neuen Charakteren, die in der Geschichte vorkommen, verbindet und wo sie einfach die Geschichte ihrer Reise gut erklären können oder ausdrücken können. Daher auch das Sprichwort aus Afrika mit dem Satz, wenn man schnell gehen will, dann geht man alleine. Wenn man weit gehen will, dann geht man zusammen. Das finde ich auch so ein immer gültiges, wunderschönes Sprichwort, was alle Kulturen verbinden kann. Genau. Für welches Alter ist denn dein Buch? Also für welches Vorlesealter und Selbstlesealter? Genau, also das sagen wir eh genauso. Vorlesealter, so spätes Kindergartenalter, Vorschulalter, Grundschul-, Volksschulalter. Also das sind so, auch von Band 1 her, vom Feedback her wissen wir, das sind so die Hauptzielgruppen sozusagen oder die Hauptaltersgruppen für dieses Buch. Ich habe aber auch schon Lesungen an der Unterstufe von Gymnasien oder Schulen durchgeführt und auch dort haben mir die 10- bis 13-jährigen Kinder wirklich äußerst aufmerksam zugehört. Also ich würde das mittlerweile sogar ein bisschen nach oben geben, und würde sagen, es geht sogar ein bisschen auch über die Volksschulzeit, über die Grundschulzeit hinaus. Und angefangen haben wir mit 4-5-jährigen Kindern, die halt einfach, die man schon ein bisschen mehr was fragen kann, die schon ein bisschen auch ein Verständnis oder einfach mehr nachfragen können als jetzt 2-3-Jährige natürlich. Also in Kindergärten hier in Wien und Umgebung habe ich mit den Vorschülern immer gelesen. Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Die waren so 5 oder 6 Jahre alt. Genau. Ja. In deinem Buch gibt es ja auch Bilder. So ist es. Ja. Es ist mir eh schwer gefallen, zu den Bildern gar nichts zu sagen, als ich jetzt da durch mein Buch gegangen bin und gelesen habe. Die Anna, meine liebe Freundin und Illustratorin, hat das ganz wunderbar illustriert. Und zwar ist das auch eine Besonderheit in unserem Kinderbuch, dass die Anna auf Grundlage von meinen Reisefotos arbeitet und dann dazu Charaktere zeichnet, die eben im Buch vorkommen. Und sie abstrahiert das auf eine ganz witzige, kreative Art und Weise. Und dadurch fällt unser Kinderbuch noch ein zweites Mal aus der Rolle. Es ist eben wirklich ganz untypisch. Und es hat eine neuartige Art von Illustration dadurch, dass also weder war ich vorher Kinderbuchautorin, noch war die Anna vorher Kinderbuchillustratorin. Wir haben uns quasi an dieser Geschichte gemeinsam gefunden und haben eben ein Kinderbuch oder jetzt 2 Kinderbücher geschaffen, die wirklich in der Hinsicht aus der Rolle fallen. Also ich muss sagen, ich kannte das vorher auch nicht und war sehr begeistert. Ich kenne ja nun sehr viele Kinderbücher. Ich habe als Erwachsener ein Regal voll, also ein Bücherregal voll mit Kinderbüchern. Schön. Ich habe alles. Und als ich Band 1 das erste Mal in der Hand hielt, dachte ich so, wow, mal was ganz anderes und total schön. Also ihr hebt euch da komplett ab und das hat Anna total toll gemacht. Ich kann nichts anderes Danke. Dazu sagen. Und ich hoffe, es gibt bald oder demnächst oder in 2 Jahren, wie auch immer, Band 3. Ja. Ich würde mich freuen. Ja, Band 3 ist auch die Frage, wann und wie. Wir werden nächstes Jahr eine Weltreise machen. Das haben wir uns vorgenommen mit den Kindern, bevor der Große eingeschult wird. Also eventuell könnte dann noch eine viel größere Reise als Inspiration dienen. Mal sehen, wie es weitergeht. Das ist tatsächlich noch ein bisschen offen. Aber danke fürs liebe Feedback und für die Bestätigung und für die Ermunterung, weiterzumachen. Also ich glaube, in irgendeiner Form geht es ganz sicher weiter. Ich habe noch einen zweiten Sohn, den Kleinen, der heißt Levin. Und nicht, dass der eines Tages sagt, aber von mir gibt es gar kein Kinderbuch oder mein Name kommt gar nicht vor. Mein älterer Sohn heißt Liam. Daran erinnere ich mich, ja. Vielleicht für den kleinen Sohn noch ein Buch, das wäre ja auch nicht schlecht. Das wäre zum Beispiel ein Anlass, richtig.
Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann. Hast du da einen speziellen Tipp? Es gibt ja ganz viele Kinder, die vielleicht nicht unbedingt gerne ein Buch in die Hand nehmen oder die das vielleicht gar nicht so mögen. Hast du da einen speziellen Tipp? Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich denselben Tipp schon vor 2 Jahren gegeben habe, als wir das erste Mal gesprochen haben, weil eigentlich hat sich daran nichts geändert. Idealerweise sind das Bücher, die ihr als Eltern oder als vorlesende Erwachsene selber gerne in der Hand habt. Entweder gefallen sie euch optisch oder es kommen lustige Reime vor oder es ist viel Dialog, sodass ihr die Stimme variieren könnt und vielleicht so ein bisschen Erzählwerkstatt theatermäßig in die Rolle des einen Erzählenden oder des anderen Erzählenden schlüpfen könnt. Also ich lese wahnsinnig gerne Bücher mit Reimen vor oder wo Liedtexte vorkommen und wir singen dazu. Also alles, wo die Stimme, die Sprache beim Vorlesen ein bisschen variieren kann. Weil das, natürlich, ihr wisst das alle, man liest ja teilweise ein Kinderbuch nicht 3-mal, sondern 115 Mal vor, so gefühlt, wie die Kinder das oft verlangen. Und je lieber ich das mache, also je unterhaltsamer, lustiger, informativer oder wie auch immer dieses Kinderbuch auch für mich als erwachsene Person ist, desto lieber habe ich das Buch in der Hand. Und desto eher werde ich es auch weiterempfehlen. Also ich finde schon, dass ein gewisser Anspruch herrschen sollte, auch die vorlesenden oder lesenden Erwachsenen abzuholen. Und nicht nur, natürlich in erster Linie, aber nicht nur die Kinder. Das stelle ich schon fest bei mir selber eben auch beim Vorlesen. Und gerade wo wir auch so viele Sprachen vorlesen oder Kinderbücher. Ich lese zum Beispiel wahnsinnig gern die Kinderbücher von, wie heißen die jetzt genau, also wo es um den Gruffalo geht und dann auch Monkey Puzzle, Room on the Broom, also ich kenne es jetzt auf Englisch hauptsächlich, so haben wir es bestellt. Das sind wahnsinnig liebe Kinderbücher, aber die haben auch so lustige Reime, die sprachlich, idiomatisch einfach so schön formuliert sind, die lese ich wahnsinnig gerne. Die lese ich gerne selber vor. Genau. Ja, muss ich auch sagen. Ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen vor, wie du deinen Kindern Reime vorliest. Ich wäre gerne dabei, ich würde gerne Mäuschen spielen, aber ich kann dich total verstehen. Wie ich schon erwähnt, ich habe ja auch ein großes Bücherregal mit Kinderbüchern, teilweise noch aus meiner eigenen Kindheit und natürlich auch neue, die jetzt so neu auf dem Markt sind, wo ich sage, okay, die sind total toll, die kann man mit seinem Kind zusammenlesen. Also ich kann dich da total verstehen und ich finde das auch richtig schön, mit den Kindern zusammen ein Buch zu lesen. So ist es. Geht mir nicht anders. Also wir haben mehrmals am Tag so kleine Rituale im Haus verteilt, natürlich hauptsächlich vorm Einschlafen, das sowieso, wo es um Bücher geht. Also entweder zum Runterkommen oder zum Weiterkommen oder zum Abschalten. Wir haben überall Bücherstationen. Also wir haben nicht in jedem Raum, aber in fast jedem Raum irgendwo Bücherregale stehen und in jedem ist ein Teil oder ein kleiner Teil für die Kinder auch vorgesehen. Also wir haben nicht das eine Kinderbuchregal, sondern in allen Bücherregalen ist halt eben auch ein Platz für die Kinderbücher. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ein Haus oder ein Haushalt ohne Bücherregale. Obwohl ich selber digital so stark unterwegs bin. Ich mache auch Blogs und Reisevideos und habe eben hier eben auch einen der größten Reiseblogs Österreichs, das nur so am Rande. Also ich habe schon wahnsinnig viel veröffentlicht, digital und auch als E-Book. Aber vielleicht genau deswegen liebe ich meine analogen Bücherregale oder Bücherwelten. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ein Haushalt ohne Bücher. Das da finde ich nicht einmal in der Vorstellung hin. Da komme ich einfach nicht hin, wie man keine Bücher haben kann. Ja, das verstehe ich. Wir kommen jetzt gleich mal, du hast gerade schon angesprochen zu deinen Blogs. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Du hast ja ganz viel, du musst uns das jetzt bitte mal alles aufzählen. Ja, sehr gerne. Also wenn ihr euch da näher interessiert, ihr kommt sowieso über die QR-Codes aus meinem Kinderbuch direkt auf meine Webseite. Also meine Webseite lautet www.kreativelena.com. Creative Lena geschrieben, zusammengeschrieben, also die englische Schreibweise.
Da schreibe ich auf Deutsch und auf Englisch vorwiegend über meine Reisen. Also so Kulturreisen, kulinarische Reisen, Familienreisen, viele Reisevideos veröffentliche ich auch. Und klassisch unterwegs, sage ich mal, bin ich auf Facebook, Instagram, Twitter nicht mehr so stark oder X heißt es ja mittlerweile, YouTube auch noch, Flickr, Pinterest, da gibt es noch ein paar Apps, ein bisschen weniger, aber hauptsächlich auf Facebook und Instagram eben auch als kreative Lena, da findet ihr mich. Oder Reiseblog Elena Paschinger, findet man mich auch sehr gut, genau. Und jetzt die große Frage, wo können wir dein Buch kaufen? Genau. Also die Anna hat einen Webshop eingerichtet. Auch den findet ihr über meine Webseite. Der ist ziemlich gut verlinkt, sage ich mal. Also ganz, ganz oben im Menü gibt es einen Punkt Lies meine Bücher. Und dort findet ihr auch meine anderen Bücher und eben die beiden Kinderbücher. Dort findet ihr auch rund um die Kinderbücher noch begleitende Ressourcen. Es gibt auch einen Stickerbogen und ein Lesezeichen, die wir bei jedem verkauften Buch dazugeben. Also bei Band 1 gibt es ein Lesezeichen dazu, das die Anna gestaltet hat. Und bei der Bestellung von Band 2 gibt es einen lustigen Stickerbogen dazu. Man kann die Bücher direkt bei uns kaufen, sowie auch in ausgesuchten Buchhandlungen hier in Niederösterreich, Burgenland und Wien. Wir haben in Deutschland leider noch keine direkte Wiederverkaufsquelle gefunden. Aber natürlich übers Internet könnt ihr das jederzeit beziehen. Band 1 kostet 14,90 Euro und Band 2 kostet 16,90 Euro. Und wir schreiben auch immer persönliche Widmungen hinein und verschicken die Bücher. Genau. Genau, alle weiteren Infos, also dein Webshop und deine Social-Media-Accounts, die findet ihr natürlich auch bei uns nochmal in den Shownotes. Könnt ihr nochmal ganz in Ruhe nachgucken und natürlich auch dieses richtig schöne Buch kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank, das freut mich. Ja, sehr gerne. Ist von Herzen auf jeden Fall. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Ich wünsche mir oder ich hoffe für sie, dass sie genauso eine Leidenschaft an Wortsprache, Sprichwörtern, Lesen allgemein finden, so wie ich das getan habe. Also ich glaube, einer der größten Schätze und Reichtümer ist, wenn man gerne und viel liest. Also mir geht es heute auch noch als Erwachsene so. Ich habe einfach so ein starkes Kopfkino, wenn ich etwas lese. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich kann abtauchen. Ich kann einfach jederzeit im Geo einen toll recherchierten, langen, spannenden wissenschaftlichen Artikel lesen. Dann kann ich wieder etwas über, keine Ahnung, Kleinkind, Erziehung, Begleitung lesen oder ein Kinderbuch schön finden und vorlesen. Also es gibt so viele verschiedene Buchwelten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das wäre für mich ein wirklich ärmeres Leben, wenn man nicht liest. Also Lesen hat einfach ganz viel mit Schaffensfreude, mit Kreativität, mit Anteilnahme zu tun. Lesen ist einfach wahnsinnig schön und ich wünsche mir auch für meine Kinder, dass sie sich nach und nach diese Welten erschließen. Also es scheint in die richtige Richtung zu gehen und das wünsche ich mir auch für euch, liebe Leser, liebe Zuhörer, liebe Familien, dass ihr mit euren Kindern die Freude am Lesen weitertragt und weiter feiert, dass das etwas richtig Schönes im Leben ist. Da bin ich ganz bei dir. Es muss mehr gelesen werden. Vor allen Dingen bei den Kindern bitte anfangen mit dem Vorlesen und dann haben die Kinder auch irgendwann Lust, auch lesen zu lernen, selber in die Geschichten einzutauchen. Genau. Wir sind leider am Ende. Ja, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Geduld und fürs Eintauchen in die Welt des Reisens, der Sprachen und der Sprichwörter mit meinem Kinderbuch. Ja, es war schön. Es war richtig schön. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ich würde mich sehr freuen und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Danke, den wünsche ich euch auch und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.